So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn bei mir war heute Sonntag. Pupsi war wieder mal beim Essen bei ihren Eltern. Der Opa hat da wieder mal schön Gulasch gekocht, ne? Das ist doch was Feines. Sie hat sich noch eine Portion mitgebracht gehabt, beziehungsweise, warte mal, heute ist Montag. Das heißt, sie hat am Sonntag Gulasch gegessen zum Mittag, hat sich eine Portion mitgebracht fürs Abendbrot. Hat das aber nicht alles geschafft. Hier ist jetzt noch Rest drin vom Gulasch. Da ist Gulasch drin mit Rotkraut. Sieht aus wie reingebrochen. Und mit Kartoffelstampf, so wie das ausschaut. Ich habe gesagt, ich kann dann den Rest noch essen. Das mache ich dann irgendwann, vielleicht Montag oder so. Ich hoffe, es ist noch gut. Und ich hatte die glorreiche Idee, ich werde mir einfach eine Packung Three Spicy von Samyang Bulldog dazu machen. Samyang ist einfach meine absolute Lieblingsmahlzeit. Es gibt so viele tolle Samyang-Variationen und Sorten. Die Three Spicy waren mal verdammt selten. Ich musste mir die aus Amerika besorgen für 50 Euro ein einzelnes Päckchen. Mittlerweile wurden die mir geschickt von einigen Zuschauern auch. Die haben im Asiamarkt sind erfindig geworden. Ich muss mich entschuldigen, ich habe gerade schon einen Stream, den Chill mit Ramses Stream hinter mir. Da gab es ein Papierchen, eine Dose Jack Daniels, deswegen mal Gedanken zusammennehmen. Jetzt will ich noch Abendbrot machen. Eine Packung Three Spicy Samyang gemischt mit dem Rest von dem Gulasch und gucken, wie das dann schmeckt. Wir werden jetzt erstmal die Nudeln warm machen, packen das dann alles hier in die Schüssel rein und am Ende hauen wir dann die Three Spicy drüber. Und dann gucken wir mal, ob das passt. Nudeln und Gulasch ist auf jeden Fall nicht so außergewöhnlich. Aber Samyang Three Spicy zu dem Gulasch, das ist bestimmt fett. So, wir sind zurück. Die Nudeln sind jetzt eigentlich fertig. Die habe ich hier in dem Topf drin. Die mache ich immer so kurz im Wasserkocher, dass das Wasser aufkochen, über ein Nudelnetz drüber gießen, wenn das fertig ist, wenn das ein bisschen weich ist, das Wasser abgießen. Die Nudeln möchte ich jetzt hier in diese Schüssel geben. Das ist eine Packung Samyang Three Spicy Nudeln. Das sieht in der Schüssel halt voll wenig aus. Ich finde immer, wenn man eine Portion hat, ist das zu wenig. Wenn du dir zwei Packungen machst, ist das schon wieder irgendwie zu viel. Du findest nie das goldene Mittelmaß. An die Nudeln müssen wir natürlich jetzt die Samyang Bulldog Soße geben. Und die Flakes, das ist verdammt wichtig. Das heißt, ich packe mir jetzt erstmal hier die Schere. So, einfach da reingeschmissen. Jetzt machen wir hier mal die Samyang-Soße drüber. Die ist richtig schön schwarz, die ist richtig schön dunkel. Die ist richtig fett und brutal. Jeder, der schon mal Samyang gegessen hat, der weiß ja, das ist schon ein Highlight, wenn man die Soße über die Nudeln macht. Das riecht schon so bissig, das geht richtig schon in die Nase rein. Das hat irgendwie einen süßlichen Touch, das hat einen säuerlichen Touch, das hat einen Schärfe-Touch, das hat so viele Touches. Das ist schon ein richtiger Touchdown. Wir haben jetzt hier auch Soße am Finger. Sieht aus, als hätte ich mich geschnitten. Probieren da kurz mal und es zieht direkt durch. Durch alles, durch die Nase. Wir wollen jetzt die Nudeln direkt mal rummachen, damit sich hier die Nudeln mit der Soße vermischen. Eigentlich hat es Vorteile, dass man Ramses Kitchen wieder in der Küche macht. Das hat alles mehr irgendwie so ein Kochfeeling. Ein bisschen. Jetzt haben wir hier die Flakes. Die Nudeln sind noch mega heiß. Wir haben hier die Flakes, wir hauen die Flakes jetzt auch hier drüber. Das machen wir wieder hier oben für euch, dass es dann besser aussieht. Wenn wir die Flakes jetzt drauf streuseln, dann guckt euch das an. Das ist Sesam und Algen. Das Schwarze sind die Algen, das Helle ist das Sesam. Das machen wir jetzt auch wieder rum und vermischen das alles ein bisschen. Und jetzt kommt das Wichtigste. Und jetzt wollen wir den Rest von dem Gulasch hier drüber kippen. Das gibt bestimmt jetzt die Megasauerei. Wir haben nämlich hier die ganze Soße. Wir haben hier die Gulaschbrocken. Und wir haben hier eine ganze Wand noch an
Kartoffelbrei, ein Kartoffelpüree, ein Stampf, wie auch immer. Das habe ich jetzt nicht warm gemacht. Also das ist jetzt kalt drin. Die Nudeln sind aber heiß und sind warm. Wir müssen den jetzt hier noch irgendwie ein bisschen auseinander machen. Dann müssen wir das Ganze alles noch mal ein bisschen rummischen. Sieht jetzt halt richtig pervers aus. Richtig pervers, richtig brutal. Ich hoffe, dadurch sind die Nudeln nicht mehr ganz so heiß. Denn ich habe mir eben schon halb den Mund verbrannt. Direkt runtergenommen und reingeschnalzt. Jetzt mischen wir das Ganze ein bisschen rum und dann haben wir zu unserem Gulasch perfekt einfach Nudeln mit Sesam, mit Algen in Samyang-Soße. Das gibt bestimmt die perfekte Kombination. Guckt ihr das an. Sri Spicy, wie kann man das denn jetzt für Thumbnail festhalten? Samyang Sri Spicy. In so einer fetten Kelle, dass das brutal aussieht. Du kannst ja eigentlich nur das reinhalten oder das reinhalten. Und ich glaube, jetzt bin ich überzeugt, nachdem ich die ganze Zeit nicht wusste, wo ich was filme. Das sieht fett aus, das sieht brutal aus. Das ist auch einfach eine mega fette Portion. Vor allem, wenn ich mir das so angucke. Und diese ganze Schüssel voll. Wir wollen jetzt mal probieren, wie das schmeckt. Wir brauchen dazu ein Stück Fleisch, wo ein paar Nudeln drum rumschwirren. So, jetzt habe ich hier Fleisch mit Nudeln. Und du merkst das Fleisch, das ist richtig genial, die Soße richtig genial. Und dann plötzlich kommt übelst das Brennen durch von den Samyang-Nudeln. Also die passen wirklich dazu. Wir wollen jetzt mal hier einen richtigen Nudelklotz nehmen. Das muss passen. Das hat auch den Three Spicy Nudelgeschmack. Da fehlt mir jetzt aber ein bisschen die Fleischkomponente. Das heißt, ihr müsst ein bisschen experimentieren, was ihr immer alles auf die Gabel draufpackt. Hier ist jetzt auf jeden Fall ein Fleischbrocken drauf vorne. Hinten habt ihr etliche Nudeln. Das könnte was werden. Und da war noch eine Gabel hinterher, wo einfach nur Kartoffelpüree drauf war. Ich glaube, man sieht jetzt schon gut den Samyang-Mund, den Samyang-Lippenstift, der dabei jedes Mal entsteht, wenn einfach sich alles rot färbt. Das ist auf jeden Fall mega scharf, das ist richtig brutal. Das ist aber gleichzeitig auch köstlich. Das ist lecker. Das ist jetzt mein Abendbrot, das werde ich jetzt essen. Hupsi wollte das Gulasch schon wegwerfen. Ich habe gesagt, nee, komm. Ich setze mich heute Abend hin, ich esse das noch, kein Problem. Dann kam ich auf die Idee, dann habe ich gedacht, ich mache ein Video draus. Jetzt werde ich mir das noch einverleiben. Habt ihr schon mal die Three Spicy getestet? Schreibt es mal in die Kommentare. Ist sie gern Gulasch? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr schon mal Gulasch mit Samyang probiert? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich leide gerade wieder mal. Aber es ist einfach unglaublich toll. Und ich bin gespannt, was wir noch für weitere Samyang-Videos bekommen werden. Ich habe noch etliche Three Spicy-Tüten auch da. Die müssen irgendwie verbraucht werden. Und ich möchte gerne was dazu essen, irgendwas Besonderes, was mir einfällt. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, ich melde mich nochmal kurz zurück, weil die Schüssel ist jetzt leer, komplett. Die Augen drehen, die Nase läuft, der Rachen brennt, der Mund brennt, die Lippen brennen. Alles brennt. Das ist das Samyang-Feel. Das ist das Samyang-Feel. Ich kann den Satz nicht reden. Das ist das Samyang Feeling. Three Spicy mit Gulasch.